Hallo und herzlich willkommen zurück zu Clash Royale. Ja, es geht weiter. Ich habe heute noch gar nichts gemacht, weil ich dachte mir, es ist vielleicht für euch auch ein Spaß, wenn ihr mir beim Kampf mit den lila Kronen zuguckt. Das ist ja immer so das Event, oder meine tägliche Aufgabe, die mir immer die meisten Nerven kostet. So, wir kaufen jetzt hier erstmal schnell wieder alle täglichen Angebote aus dem Shop. So, und dann fangen wir an. Achso, ich muss erst noch mein Deck auswählen, das ich ja speziell für dieses Turnier hier immer mache, für dieses Event. So. Ich bin schon richtig aufgeregt wieder hier, ne? Es wird kein Zucker schlecken, das sage ich euch gleich. Ich lasse auch die Emotes an. Dann könnt ihr mit mir mitleiden, ne? So. Also wir brauchen 1000 lila Kronen. Schade. Ein bisschen später hätte ich die anderen auch noch mitgenommen. Da wird er jetzt bestimmt wieder sein, wusste ich. Das war klar. Ja, ekelhaft. Ich glaube nicht, dass wir da durchkommen. Okay. Der hat einen Magier am Start. Nee, ich glaube, das Ding hat sich jetzt hier erledigt. Yeah.
Ach Mann. Ja. Dankeschön. So, der erste Reinfall, ne? Leute. Kennt ihr das, wenn ihr dann so innerlich richtig nervös werdet? Ja, weil ihr wollt das... Ich meine, im Endeffekt muss man ja hier gar nicht nervös sein. Egal, ob man gewinnt oder verliert, man gewinnt ja immer diese lila Kronen, auf die man es auch abgesehen hat, ne? Aber man möchte natürlich hier nicht 6, 7, 8 Mal kämpfen müssen. So. Das ist hier natürlich eine ekelhafte Konstellation da mit den Türmen. Aber wir gucken einfach mal. Der Magier ist jetzt natürlich Mist. Und dem haben wir jetzt hier auch nicht wirklich was entgegenzusetzen. Ja. Das war klar. Also ich glaube, das Ding hier kann ich vergessen. Tatsächlich. Vor allem, ich habe ja nicht mal angekratzt bei ihm, ne? So, der wartet jetzt natürlich seelenruhig ab. Der hat ja auch keinen Stress. Ja, ist dieselbe dämliche Taktik, ich weiß. Vielleicht kriegen wir wenigstens noch einen Turm. Aber so wie es aussieht, wohl eher nicht. Einen 3-Kronen-Sieg werde ich ihm natürlich nicht gönnen. Oh. Naja, okay. Ja, ja. Ganz ehrlich, kannst mich mal. So. Wir machen weiter. Die zweite Niederlage heute schon. Also gestern lief's gut. Da ich tatsächlich 2 Siege hintereinander eingefahren. Und auch relativ leicht. Also... War jetzt nicht sonderlich schwer. Ich glaube, das wird hier auch wieder nichts werden. Alter, hat der einen Spiegel hier gerade benutzt oder was?
Auch da schon wieder ein Spiegel? Das sind so die Gegner, beziehungsweise die Kämpfe. Wenn das hier so dauerhaft bleiben würde, da verlierst du ganz einfach auch den Bock an dem Spiel. Ja, hat sich erledigt. Ach, ekelhaft, wirklich. Also, ich überlege, ich brauche noch fast 500, ne? Das ist doch scheiße. Kidneybohnen Nummer 2 ist am Start. Und ich habe natürlich eine beschissene Starthand hier. Aber schlimmer geht immer. Okay. Kampfholz auch schon wieder am Start. Da ich jetzt schon wieder richtig Bock aufzuhören hier. Also, ehrlich. Macht so einfach keinen Spaß. Ja, die Skellies nutzen mir leider nicht wirklich was. Weil ich mit denen, glaube ich, nicht durchkommen werde. Es sei denn, wir haben jetzt Glück ohne Ende. Nee, haben wir natürlich nicht. Ach, scheiß drauf. Ja, verpiss dich. Genau das ist der Grund, weshalb ich immer mit deaktivierten Emotes spiele. So, ich hoffe, das ist jetzt hier der letzte Kampf. Bei meinem Glück wird natürlich jetzt einer der letzten Kämpfe wieder total easy werden, ja. Wenn du dann bloß noch, weiß ich nicht, 100 Kronen brauchst, machst du einen 3-Kronen-Sieg. Das ist ja dann immer so. Auch schon wieder diese ekelhaften Türme, die ich leider noch nicht habe in meiner Arena.
Okay, den hat er noch geschafft. Ich weiß nicht, was du bist. Das ist jetzt blöd. Ja, das ist mies. Was sage ich? Ja, fast. Also fast 3 Kronensieg, ne? Obwohl wir die Punkte jetzt gar nicht mehr gebraucht hätten. Okay. Wenigstens ein kleiner Erfolg. So. Gucken wir mal hier kurz rein. Kampftage sind ja aktuell noch am Laufen. Das heißt, wir werden uns jetzt hier wieder ein Schiff gleich auswählen. Karten tauschen und anfordern können wir nicht. Haben wir schon gemacht. So. Dann schauen wir mal durch. Haben wir denn hier ein leichtes Opfer? Der ist schon besiegt. Der ist auch besiegt. 9402. Ach Mensch, runter mit dir. 9402. Es sind nur noch 2 Schiffe übrig. 9504. Dann nehmen wir natürlich den hier oben. Wir fangen mit meinem schwächsten Deck an. Kann ich die Emotes jetzt auch wieder anmachen? So, gehen wir von der Seite ran. Mal gucken, was jetzt rauskommt, was der da spawnt. Okay, Stufe 14 Hexe ist jetzt prall. Ob er den schaffen, kann ich nicht sagen. Also mit allen Decks zusammengenommen werden wir sicherlich einen Turm zerstören, aber ob es noch mehr wird, glaube ich bald nicht. Der ist ekelhaft. Okay. Immerhin keine Niederlage. Also ja, aber es wurde nicht mein Turm zerstört, so meine ich. So, dann machen wir weiter.
Alles klar. Ist jetzt nicht gerade die stärkste Starthand hier. Oh, ich sehe jetzt erst, dass das das Dreiergespann der Musketiere ist. Ja, nice. So. Ja, den letzten Turm schauen wir auch noch. Müssen wir ganz einfach. So. Das ist schon mal gut. Den Riesen auf der Starthand. Aber mir fehlt die Hexe jetzt. Das gibt's doch nicht. Leute, ernsthaft? Da ist die Hexe. Toll. Also, ehe die jetzt rauskommt, ist doch der Riese neu ja schon gleich am Turm. Perfekt. So, 10.428, da lasse ich die Finger von, ganz ehrlich. Brauche ich nicht probieren. Ich habe jetzt noch ein Deck. Es sind auch bloß noch die beiden, ne? Okay, dann machen wir den unten hier. Das ist der letzte von dem Clan. Ich denke nicht, dass wir die jetzt komplett zerstört kriegen, aber vielleicht nehmen wir wenigstens nochmal einen Turm mit. Schon mal ordentlich, wenn der Packer in der Starthand ist. So, jetzt kommt's drauf an, was da spawnt. Okay. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht mit gerechnet. Naja. Aber immerhin einen Turm haben wir mitgenommen. So, den Rest müssen andere Leute dann schaffen. Okay. Wir werden jetzt erstmal wieder das Standarddeck auswählen. So, haben wir schon alles für heute? Ja, haben wir. Dann
öffnen wir jetzt noch die Glücksbox. Das ist auch so ein Ding. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Klar, wenn man hier eine richtig geile Belohnung rauszieht, dann ist der Glückswürfel eine geile Sache. Aber meistens hast du eben nur Schrott, so wie heute. Ja, ich meine, ja. Wow, 4 Joker. Wow. So, ich habe die 3 Truhen hier aufgehoben für die heutige Folge. Die habe ich gesammelt. Wollte aber mal schnell in den Shop gucken. Wir haben jetzt 16.500 von diesen lila Kronen. Das heißt, wir können uns einmal hier dieses Buch kaufen. Inventar voll. Nee, ganz bestimmt nicht. Also müssen wir das andere Buch erst benutzen, ja? Okay, dann machen wir das doch. Das sind alles Level 11er. Level 12. Machen wir den Magier auf 13, oder? So. Dann holen wir uns jetzt das Buch. Und wir haben jetzt noch 6.500. Ich würde tatsächlich erstmal dieses Entwicklungsfragment kaufen. Und die restlichen... Es geht ja hier noch 21 Tage. Das heißt, ich bekomme ja noch 21.000 Kronen zusammen, sodass ich mir das andere dann auch noch holen kann. Aber ich glaube, davon habe ich noch keins. Genau, perfekt. Ich habe die Karte auch noch gar nicht. Mann, bin ich doof. Ist auch egal. Gut. So. Genau, wir könnten den Turm theoretisch verbessern. Ich habe aber nur knapp 100.000. Und meine Überlegung war, dass ich eine von den unteren hier verbessere. Wie viel brauchen wir für die hier? 100.000, genau. Also ich würde das Drachenbaby gerne auf Level 14 machen. Dann wäre das nämlich... Nee, verbessern, nicht wählen. Was soll denn das hier? Dann wäre das nämlich meine vierte Karte, die ich auf Level 14 habe. So. Sehr schön. Und dann öffnen wir natürlich noch unsere Truhen, ganz klar. Achso, wir können ja noch eine Entwicklung... Dann kann ich euch auch mal meine Entwicklung zeigen, die ich hier schon habe. Ne? Bin ich auch mega stolz drauf, dass ich in Arena 6 schon 7, 2, 4, 6, 7 Entwicklungen habe. Ja. Kann nicht jeder von sich behaupten. Ja, finde ich einfach mega. So, wir öffnen jetzt hier noch die Kisten. 1976 Goldstücke. 5-mal die Rabauken. 9-mal der Elektrogeist. 9-mal die Kobolde. 14-mal die Fledermäuse, die wir auch schon verbessern können. 10-mal der Mini-Packer. Und 2-mal der epische Wächter. Achso, da kommt noch der dunkle Prinz. Auch noch 3-mal. Alles klar. Ja, schöne Ausbeute. Erste Kiste. Machen gleich weiter. 1976 Goldstücke. 1-mal der Knall. 3-mal die Bogenschützen. 4-mal der Ritter. 12-mal der Elektrogeist. 17-mal die Kanone. 10-mal der Riese. 5-mal der Koboldbohrer. Und die letzte. 1976 Gold. 5-mal die Barbaren. 9-mal die Skelette. 10-mal die Fledermäuse. 12-mal der Feuergeist. 4-mal der Koboldkäfig. 7-mal die Rakete. Und 5-mal die Hexe. Sehr schön. So. Jetzt machen wir noch Folgendes. Ich habe jetzt hier wieder 3 Truhenplätze zur Verfügung. Das heißt, wir spielen ein bisschen, um die Plätze wieder zu füllen. Aber bevor wir das gleich machen, ich will mal gucken.
kurz gucken. Wir konnten ja die Fledermäuse aufleveln, ne? Also hier oben, der geht nicht, den können wir uns nicht leisten. 75.000, aber ich glaube, die Fledermäuse kosten auch zu viel. 35.000, schade, die habe ich jetzt nicht. Ich könnte meine Münze dafür opfern. Ich habe hier so eine magische Münze, dann bezahle ich im Grunde keine Goldstücke zum Aufleveln. Aber das ist bei dem Preis hier tatsächlich Verschwendung. Das kann man dann nachher machen, wenn man jetzt die 14er auf Level 15 verbessert. Also ich weiß nicht, ob das dann nachher auch was kostet. Aber wenn es was kostet, würde ich dann da eben meine Münzen für aufsparen. So, gut. Wir haben das richtige Deck ausgewählt. Das heißt, wir kämpfen jetzt dreimal, werden dreimal gewinnen, um die drei Truhenplätze zu füllen. Ja, ich habe momentan wieder ein bisschen anderes Deck. Ich habe euch ja schon erzählt, das ist immer so mein Meisterungsdeck, wo nur Karten drin sind, die ich aktuell noch meistern möchte. Also das ist jetzt hier nicht nach Kampfkraft ausgesucht, ne? Ist auch tatsächlich teilweise schwierig, mit solchen Decks zu gewinnen. Auch wenn die Gegner so einfach sind, weil wenn du nur Schrottkarten drin hast, also wenig spielstarke Karten, sagen wir mal so. Es gibt ja keine Schrottkarten in diesem Game. Na, der Riese kommt durch. Oh ja. Eine Riesentruhe. Schau an. Gar nicht mal so schlecht. Suchen uns gleich die nächsten Gegner. Haben keine Zeit. Okay. So. Win-win. Eine Goldtruhe. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch noch eine Turmtruppentruhe. Wäre ich nicht böse drum, aber da sind leider immer nur so wenig Einheiten drin. Also ich habe mit den Turmtruppentruhen, meistens habe ich pro Tag immer eine, wenn ich mehrere Plätze frei habe. Ich habe da meistens nur 10, maximal 10 Karten drin. Und das ist echt wenig. Nochmal der Hinweis für alle Zuschauer, die das jetzt hier noch nicht so kennen. Ich spiele hier gerade gegen Bots, ja. Also nicht, dass ihr denkt, ey, der ist ja Level 13 und macht hier arme Level 7er Noobs fertig. Nee, nee, das sind keine richtigen Spieler. Einen richtigen Spieler erkennt man. Also ich zumindest. Ich spiele das schon so lange jetzt mittlerweile hier auf der Ebene, dass ich das unterscheiden kann, ob ich gegen einen Bot spiele oder einen echten Spieler. Und zum Teil kenne ich eben auch schon die Namen hier auswendig von den Bots. Und sollte ich richtige Spieler hier unten antreffen, lasse ich die auch gewinnen. Also so fair bin ich schon.
Hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal erwähnt. Ja, also ich bin ja kein Schwein. Weil ich selber würde das auch nicht schön finden, wenn ich mit dem Spiel anfange, mich dann hochkämpfe, ehrgeizig bin und dann habe ich da plötzlich einen, der ist Turm Level 13, ja, und macht mich gnadenlos fertig. Was ja auch keine Leistung ist, also... Ist ja nicht so, dass das jetzt hier irgendein Erfolg ist, ne, wenn ich ein Level 7er oder ein Level 8er fertig mache. Ich meine, das ist, ja. Jawohl. Und noch eine Goldtruhe. Gut. So, dann sind wir auch schon wieder am Ende heute. Ich will mal jetzt bloß noch mal kurz schauen. Kann ich mir denn von meiner 741... Nee, leider nicht. Kostet 750. Sehr schade. 10.000, dann wären wir bei 25.000. Würde auch nicht reichen, um die Fledermäuse aufzuleveln. Schade eigentlich. Ja, gut. Dann sind wir durch. Ja, war eine durchwachsene Folge mit Verlustgefühlen, ja, mit Niederlagen, aber auch mit Triumphen. Also, ja, eine typische Clash Royale Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier beim Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ja. Bin schon wieder gedanklich schon beim Mittagessen jetzt gerade, ja, also... Gut, alles klar. Also, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.